Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA Online. Heute mit einem Gast, auf den wir sehnsüchtig gewartet haben. Willst du dich mal vorstellen? Nein, ich bin zu nervös. Gut, dann nicht. Der Gast ist weg, ich knall ihn gleich. Nee. Hi, ich bin der Iron Man. Ich komme aus Pausa. Konnichiwa, ich bin die Iron Man. Komm aus Bangladesch. Warte, chill mal eine Runde, ne? Chill. So. Ich will mich noch bei meinen Abonnenten entschuldigen, weil ich keine Videos mehr hochladen konnte. Mein WLAN-Router war im Arsch. Richtig sprichwörtlich. Arsch. Ja. Das. Ey, das ist. Ne. Ich komme darüber nicht mehr klar. Ja, solange ihr Gleitgel benutzt habt, ist ja alles in Ordnung, ne? ja, wir haben jetzt eigentlich nicht so wirklich eine Ahnung, was genau wir machen sollen. Ist jetzt theoretisch die Aufnahme ist so zwischen Türen und Angeln. Und wir fahren einfach mal. Vielleicht herum. Bauen wir auch einfach mal Scheiße wieder. Wie in den guten alten Zeiten. Wir haben nämlich auch früher schon auf der PlayStation 3 GTA gespielt. Ja, und ich habe sogar noch ein altes Video. Lad das Video. Ich will gar nicht. Nein, das ist wirklich immer noch drauf. Das ist noch auf YouTube. Das habe ich nicht gelöscht. Warte, war ich da auch dabei? Bist du dir da sicher? Ja, da warst du mit dabei. Als Zombie. Und als Philipp. Also mein alter Ego, Zombie. Krass. Das muss ich mir mal angucken. Das habe ich immer noch drauf. 65 Aufrufe hat das, Alter. Echt? Krass. Ja! Ja, bestimmt hat Psychrom die ganze Zeit sich das immer wieder angeguckt. 65 Mal, sonst keiner. Oh, ich habe so eine Langeweile heim. Ich guck mir das nochmal an. Ich gucke auch meine eigenen Videos an, aber... Mache ich auch, weil alles geklappt hat. Ja, genau, das muss ich auch mal gucken. Aber ich muss sagen, manchmal... ertappe ich mich, wie fasziniert ich einfach davor sitze und zugucke, wie keine Ahnung, bei anderen Let's Playern oder sowas. Das machst du irgendwie. Mit Philipp machst du das immer. Obwohl ich total schlecht bin. Ja, aber man guckt ja halt selber auch, was kann man besser machen. Ja. Wo hat man vielleicht ein bisschen zu leise geredet? Das passiert mir leider zu oft, weil ich bin es eher gewohnt, halt alleine zu spielen. Und Dann rede ich ja, also ich rede ja nicht die ganze Zeit mit mir, vielleicht, außer wenn ich abgeknallt werde, dann rege ich mich auf, aber sonst war ja totales Neuland mit dem Aufnehmen und theoretisch mit einem selbst zu sprechen. Aber das ist auch manchmal ein bisschen schwierig. Ja, aber ich glaube, so langsam komme ich rein, hab den Dreh raus und es kann nur besser werden. Hey Iron Man, wie geht's dir? Ah, oh, mir geht's gut, Iron Man. Ja, wer sind das? Weiß ich nicht. Warte, den knallen wir nicht ab. Ich habe noch Rohrzange. Bist du gut oder böse? Ich hoffe, du machst das so in Ego-Perspektive. Oh nein! Aua! Ach, stimmt. Das müssen wir noch einstellen, ne? Hier, dass wir uns nicht attackieren können. Mhm. Zielpriorität. Fremde. Grimm. Ja. Grimm. Ich bin total apropos, grimm. Apropos, scheiße, ich wollte noch meinen Leuten was zeigen. Er kommt. Oh, nee. Ey, als ob ich was dafür kann, man. Uwe hat sich umgebracht. Nein, ich nicht. Ich bin ein total lieber Junge. Lalalalalala. Siehst du nicht diesen Totenschädel in meinem Gesicht? Auf meinem Gesicht? Das heißt nett. Ja. Ach so, gut. Das ist Internet. Ja, das ist genau. Das ist das internationale Zeichen für. Ich bin ein Engel. Ich warte direkt von Gott runter. Was wolltest du mir eigentlich schicken, zeigen? Was zeigt? Nee, meinen Abonnenten will ich was sagen. Die wissen das bestimmt schon alle auch. Weißt du. Wie einfach bei dem. Dein Abonnenten so, willst du das zeigen?
traue mich gerade, oh, was zu zeigen. Nein, das Motorrad, also so. Das Tron-Motorrad. Hattest du das neu gekauft, oder was? Aber so ist doch hier... Schieß lieber auf den, anstatt... Nee, da lässt mich ja jetzt in Ruhe. Ich ja, aber mich nicht. Ich treff die Sau nicht. Verreck doch, Mann, der verfolgt jetzt. Dich. Was, der verfolgt mich? Ja, aber der ist fast tot, also... Mal ein paar Spieler ärgern, muss auch mal rein. Ach ja. Hä? Sir. Sind jetzt getötet. Okay. Ah, mit dem bin ich noch gar nicht hier geflogen, glaube ich, oder? In der Ego-Perspektive mal. Deine Tron. Ui. Oh oh. Na warte mal, das ist ein bisschen ungünstig hier. Also, wenn du einsteigen willst, dann jetzt. Ja, ich komme. Flieg lieber schnell, nicht, dass der komische Typ da kommt. Nee, ich dachte, ich flieg langsam. Also so eine Zeit. Ich würde gerne hinter. Ich würde gerne hintergehen. Da kannst du ja schon Wein trinken. Sekt trinken. Ja, toll. Immer schön Sekt trinken. Oh, die Cops, hallo. Ja, ich will mich besoffen. Ui. Ich fast vergessen abzuheben. Ach ja, man kann ja jetzt vorne auch aus dem Cockpit schießen, ne? Genau. Schick. Ich finde das so scheiße, dass ich dich nicht neben mir abknallen kann. Ne? Und dann? Na, dann nehme ich das Spaß. Nee, Spaß. Hm. Mach mal, obwohl. Hä? Die Cops? Kopf schauen weg. Achso, ja. Ja, die kommt schon weg. Ist da. Beste. Kopf schauen weg. Ah, Leute. Lass mich raten, ich weiß, was du vorhast. Ja, aber ich muss die auch nochmal wegmachen. Ich werde nicht aussteigen und sofort tot sein. I take it this isn't a social call. Oh, ich komme ein bisschen blöd rein, aber ich glaube, das kriege ich. In der Ego-Perspektive. Ach komm, scheiß drauf, ich mach mal ein bisschen Action. Toll, jetzt habe ich wegen dir Sterne, danke. Hä, ich denke, du hast sie weggemacht. Ja, habe ich auch, aber du bist wahrscheinlich gegen den Flügel oder irgendwas geknallt. Na, eigentlich nicht. Ach, scheiß drauf, ich guck mir nochmal das Ende. Okay, keep in touch. Ah, jetzt habe ich voll umsonst Geld ausgegeben. Oder habe ich vielleicht einen Kopf über... Habe ich irgendeinen überfahren? Das könnte auch sein. Man weiß ja nie, ne? Ah, Mann, ich will immer mit... Ah, siehste. Funktioniert nicht. Voll Geld umsonst ausgegeben. Du bist dran schuld. Ich schäme mich auch dafür. Ja, das will ich dir auch geraten haben. Oh Gott! Nein! Dreck! Ja, entweder wirst du abgeschossen oder schicken dir Jäger. What service are you looking for? Sure, sure. Done. Schnell ein Auto, 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 Auto. Komm du da, hä? Komm her. Na verdammt! Ich muss das jetzt reinhauen.
Schub, schub, wie du, wie. Schub, schub, wie du. Jetzt. Ja. Auch nicht. Gott. Ich habe noch einen Plan. Ich weiß nicht, können wir auch mal wegen Motorradclub gucken, ob vielleicht das jetzt mit den Missionen endlich machen. Ja, könnten wir gleich mal machen, weil ich habe gerade wieder die Kopfsäcke, ne? Meriwether, for all your private security needs, how can I help? I will direct one of our pilots to your current location. Yes. Steigen wir auf dem Highway einfach mal aus. Das ist immer das Schlauste, was man machen kann. So, dann müssen wir... Na, wo bleibt mein Heli? Der kommt wieder nicht, ne? Es war so klar wieder. Es funktioniert wieder nichts. Wenn man aufnimmt, funktioniert nie etwas. Oh, Jesus. Doch, jetzt kommt er, oder was? Jetzt ist er da. Jetzt, wo ich schon fast die Hoffnung aufgegeben habe. Na, scheiße, ich war ein bisschen nah. Ich weiß nicht, kann sein, dass das Tronbike jetzt schneller ist als die anderen? Dirtbike? Nee, das Tronbike. Nee, das täuscht, glaube ich, nur. Es liegt aber auch da, also mir ist auch aufgefallen, dass... Ich habe schon wieder für die Cops umsonst bezahlt, ehrlich. Dass alle Fahrzeuge jetzt wirklich nur noch für gewisse Sachen. Wo bist du denn eigentlich? Da hinten wieder. Da wieder abgehauen. Ich fahr zu meinem Motorradclub. Ach, das war doch so arschklar, dass er jetzt in der Auto kommt. Ja, genau, fahr bei meinem Motorrad. Ist ja nicht schlimm. Oh Mann, das schaff ich nicht mehr. Aber ich muss es tun. Ja. Und das wäre fast perfekt gewesen. Wow. So, endlich wieder da. Daheim. Geh weg. Hey, Schnucki. Ah, huch. Huch. Ich hab Schnucki überfahren. Aha! Vollidiot, du warst hinter einem Zaun. Komm schon, steig ein, Mädchen. Hä, hey, was? Na, ich hab mich gerade zu einer Frau umgewandelt. Alter, ihr verprügelt mich einfach. Mann, nicht der schon wieder. Asanas oder wie der ist. Er hat mich verprügelt, aber so richtig. Ich hab einen Jet. Werde ich auch verfolgen. Raketen sehe ich nicht. Jet sehe ich auch keine. Ich glaube, bin echt gerade damit durchgekommen. Obwohl ich Cops hatte. Einfach rein und raus. Eine Pisspassanten. Ah, und schon habe ich einen anderen Spieler hier, der mich abklagen will. Oh, Fahrwerk sollte ich mal einfach. Entschuldigung? Das ist doch bei meinem Motorrad hier. Warum schießt der auf mich? Nur mit SMG. Mein Gott. Ja, der sagt. Der nervt. Alter, bleib stehen, damit ich dich töten kann. Stirb doch mit ein bisschen. Ja, in einem vollen Server ist das total scheiße, weil du siehst halt nur ihn und keinen anderen. Ja. Der Anasan oder was weiß ich, wie der hieß, der wollte das gerade machen. Die Ananas?
Ja, ach, was weiß ich, keine Ahnung, wie der komische Typ. Wir werden jetzt durch die Wolkendecke fliegen. Der Typ geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Funktionieren die Radargeräte eigentlich? Also, zeigen die wirklich jemanden an? Scheiße, nein! Hey. Hui. Jetzt muss ich die Mission erstmal machen. Du hast mich nicht eingeladen, ne? Ja. Ich habe aber keine bekommen, oder? Nicht, dass ich das jetzt irgendwie übersehen habe. Also vielleicht knall ich dich einfach ab, wenn du das hast. Nein. Nee, nee, nee. Oder ja, genau, das wäre eine Idee. Das geht aber nicht bei allen Sachen. Manche Sachen lässt du dann einfach fallen. Die müsste ich, glaube ich, auch sammeln oder so. Oder zerstören. Oder zerstören. Der Kampf über der Wolkendecke. Eigentlich ist das nur ein Karussellfahrt hier gerade. Mein Gott, Jungchen. Willst du nicht sterben, ne? Achso, was ich noch sagen wollte, bei Riva kommen die Videos sowieso ein bisschen eher, da ich noch drei weitere Videos hatte von Shay. Die muss ich auch noch hochladen und das ist mies. Wann kommt bei dir wann lädst du dieses Video hoch? Dieses? Ja. Mir ist es echt ein Scheiß. Ich werd's. Also erst am 16. sprich morgen, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, kommt das, wenn es gut läuft natürlich, dann kommt das am 16. auf den Tisch. Nein, ich probiere es irgendwie hinzukriegen. Aber da du mehr Abonnenten hast und sowas, wird das glaube ich kein Problem sein, wer wann das Video hochlädt. Also, nee, eigentlich nicht. Wenn es da Probleme gibt, einfach in die Kommentare schreiben, oder? Ja, und jetzt nochmal für die Leute, die nicht sprachbehindert sind, einfach in die Kommentare, wenn ihr Probleme habt. Entschuldigung, ich meine natürlich, also sprachbehindert ist natürlich gemein, aber ihr wisst, wie ich das meine. Oh. Dreck des Dreckes, Mann! Ich krieg diesen Penner nicht! Ich krieg diesen verfickten Penner nicht! Der fliegt voll komisch! Der fliegt mir immer entgegen, damit ich den nicht anvisieren kann. Ah, jetzt! Na toll, die Rakete fliegt auch wieder ganz woanders. Oder nicht. Ach, ich besiege. Wo ist die Ratte? Sterben, klar, so. Das ist eine super Idee. Da hätte ich früher drauf kommen müssen. Genau, immer verrecken. Die beste Lösung, die wir haben. Ja. Das mache ich auch privat so. Also, wenn ich vor einem Problem stehe, einfach kurz sterben und dann läuft das auch wieder. Ach ja, so ist das. Hup nicht. Es gibt jetzt eine Steuer für Hupen. Ey, der war witzig, okay? Was? Ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Ich bin echt beschäftigt. Ohne Mist. Da hat einer gehupt und ich sag, ach egal, jetzt ist das nicht mehr witzig. Hä, brauchst du dasselbe wie ich oder stimmt jetzt immer?
Steig in den Transporter. Potter. Nicht in das Motorrad, Mann. Ey, fährst du mal nicht weg, hallo? Ey, was ist das für ein Wichser? Eine Waffenlieferung wurde von Pete Boys gestohlen. Fangen Sie ab. Was zum Teufel ist ein Pete Boy? Das klingt, Mann, wie die Gegenmarke von Billy Boy. Ich mach das zwar nicht gern, aber mein Zweitname ist Pete. Haha, du hast Pete. Ha! Mach ich das gut? Ja. Ich wurde mit erwischt. Ja, das Problem ist, dein Ding da ist gepanzert. Mein Ding. Vor allem, ich hab's ja auch nicht mehr. Das ist dieser komische Typ, der das hat. Ja, ich hab's gesehen. Vor allem erst mir helfen und dann einfach so verschwinden. Hallo, dir hilft keiner? Das Zeug will jeder selbst haben. Solange der nicht bei dir mit drinnen in deiner Dingensgruppe ist, in deinem Motorradclub. Ich bin's auch nicht, ich will's aber zerstören eigentlich. Zerstörung? Naja, da will ich's irgendwie auch zerstören. Ich weiß nicht warum. Wieso? Das ist doch dein Geld, das da gerade wegfährt. Ich will's ja nur zerstören, weil. Ja, weiß ich auch nicht, aber ich bin so zerstörungswütig. Ja, ich hab mal so richtig Lust, meine Sau rauszulassen. So. True. Ach so, ich weiß nicht, ob du das schon wusstest, wenn du Auto fährst oder so und X drückst, da duckt der so. Ja, dafür haben sie aber die Handbremse abgeschafft. Nee, haben sie nicht. Hä, wo ist denn dann die Handbremse? Mach mal R1. Okay, aber X fand ich besser. Ey, hier, Homo! Homo! Warum bin ich auf R1 noch nicht gekommen? Ich hab, glaube ich, jede Taste ausprobiert, nur noch nicht R1. Ich glaube, der ist tot. Alter. Aber wo hast du denn den Heli auf einmal? Ich bin das nicht. Ah, geh weg! Nein! Hilfe! Schrei doch nicht mehr rum. Das ist immer so. Ich bin direkt im Spiel. Wahrscheinlich habe ich morgen meine 8 Abonnenten weg. Nee, übermorgen. Spätestens übermorgen. Sonst hätte ich ja keine 44 Abonnenten. Ja, das stimmt auch wieder. Bei mir ist egal, wie viele Abonnenten ich habe. Ich versuche den Leuten eine Freude zu machen. Sie befriedigen. Das war Janne, ist so. Da mache ich Hausbesuche. Das wäre auch was. Sie wollen Befriedigung? Ich mache ab sofort auch Hausbesuche. Oh, guck mal, ein Motorrad. Oh, meine Fresse, ich müsste öfter auf der Straße gehen, würde ich mal sagen. Fährst meine du da Fresse drin jetzt selbst fahren. Oder? Ja, ich fahre jetzt drin selbst. Tschüss. Er wurde zerstört, er wurde zerstört, oh mein Gott, er wurde zerstört. Ah! Nein! Wir werden alle sterben, alle! Alle, die wir überleben! Oh. Krass, der hat ja auch nur das mit dem MG, ne? Au. Verdammt, ich hatte einen Passant überfahren. Scheiße. Wo sind wir? Ich habe keine Waffe, ich habe auch keine Munition für meinen Lenkraketenwerfer. Das ist problematisch. Wo ist denn der Heli? Oh. Feuern bei Sichtung. Wenn er drauf zufliegt, triffst du nicht. Ah, Schatten! Oder du hast Glück und triffst doch. Allpfeife. Allpfeife. Er soll wahrscheinlich Allpfeife heißen, ne? Von den kleinen Sträuchen. Was ist mit deinem Motorradclub? Wir haben ja schon 25 Minuten und theoretisch nichts gemacht. Was? 25 Minuten schon? Ja. Ach du Scheiße, da geht die Zeit schon. Ja, krass. Ah!
Du hast meine Karte geklaut. Hallo, du warst tot, wie kannst du noch mit mir schreien? Hä? Hat er vielleicht ausgeliehen, das Auto? Ich weiß es nicht. Oh, Herr, holy shit! Ja, los, mach Mission. Impossible. Ja, ich muss erstmal hier zum Motorrad gucken. Ja, dann würde ich mal Gas geben. Warum ist deiner eigentlich in der Stadt? Ich wollte das teuerste haben. Also ist halbwegs. Na gut, du hattest das Geld ja noch alles von der PlayStation 3, ich nicht. Ich werde mich einfach hocharbeiten. Ach, deine Abonnenten wissen, dass du ein Cheater bist? Nein. Ich bin nicht der Cheater. Bam 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 bam. Alter, die Kraft. Vor allem, es gibt ja hier auch so ein komisches Auto, Tornado oder so, keine Ahnung. Da hast du nur den Motorhaube von. Also hier der Motor. Sieht echt hässlich aus. Ach so, ja. Das ist so ein Lowrider, ne? Nein. Ach, wie fährst du denn, du besoffene Schnäpfe? Ich bin gerade auf Crack, Mensch. Lass mich doch. Hey, ich bin gerade auf Crack. Lass mich mal in Ruhe. Was stresst du so, Alter? Ja, es klingt eher nach Gras, so. Alter, was ich mache, Mann, bleib cool. Na, dann ist es da Gras. Ich wechsle jetzt zu Gras. Ich glaube, Meth so ist eher so, so total aufgekratzt. So. Oh mein Gott, oh mein Gott. ja. Hm, schön. Ich glaube, so schnell ich kann. So, hier ist die nächste Mission. Horst, komm mal hin. Achso, du bist jetzt hier drin. Hallo, this is Morse Mutual Insurance. I think we can handle that. Die Ware wieder. Ich werde es mir heimlich für meinen Club unter den Nagel reißen und er weiß nichts dafür. Nein. Hallo, ich will hier raus. Nee, wie wär's, wenn du durch die Tür gehst? Cool. Nein, you're gonna get these... Nein, ich bin durch der Garage auch. Huch. Ach scheiße, mein Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Hä, das habe ich doch gerade. Achso, verdammt. Und jetzt schon wieder mit den komischen Mechanikern los. Wo ist denn hin? Catfish Bay oder was heißt das? Catfish. View. Catfish View. Ah, oh, scheiß Drive-In hier. Du hast dich mit den falschen Leuten angelegt. Du bist tot. Oh, ja, lass mal stecken. I am Last Tiger. Wow, $1000. Da wird sich jeder die Mühe machen, mich zu töten. Ja, ich mach mir dann nachher mal die Mühe. Okay? Ein Tausender, weißt du, es ist über 1 Million, aber ein Tausender. Das sind Peanuts für dich, Peanuts! Nicht zu verwechseln mit gerösteten Erdnüssen, nein. Bam, 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 ich hab Hunger! Hunger auf Leber, nein. Ich Durst! Du hast Durst? Sonst hatte ich Hunger, jetzt habe ich Durst. Gut, dass ich immer was zu trinken habe. Ich habe nie gestorben. Ich habe vergessen, was hochzuholen. Ah, hey. Mir fehlt eine... Hallo?
Mir fehlt eine Freundin, die mir dann so nebenbei einen Kaffee bringt oder so. Das wäre voll lieb. Ja, das wäre. Ja, das wäre der Hammer. Du kannst ja deine Mutter fragen. Das ist nicht lustig, Mann. Ach. Mama! Ja. Ich will den Kaffee trinken. Oder will ich selber deinen Kaffee? Arschloch. Ja, so ungefähr würde die das sagen. Räum dein Zimmer auf! Nee, das mache ich immer. Nein, das machst du nicht! So noch richtig Whisky-Stimme, so richtig so. Das klang jetzt gerade so wie ein Zombie. Komischer Zombie. Hat ein Alkoholproblem. Ich bin ein Zombie. So den ganzen von morgens bis abends einfach nur noch in der Kneipe. So Midlife-Crisis. Ich hab keinen Bock mehr auf Gehirn. Genau. Die gehen mir immer so schnell auf die Hüften. Immer verdammt, das probieren. Spaghetti Bolognese. Oh, Bolognese. Hättest du auch irgendwie Bock drauf? Ja, schön noch mit Parmesan. Noch ein Eisberg, ja. Eisbergsalat, das wäre der Hammer, ey. Jetzt auf, Mann, ich krieg Hunger. Ich hab selber Hunger, eigentlich schieße ich mir hier gerade ein Eigentor. Oh nein, Alter, nein. Wow, ich glaube, wir müssen, wenn wir die Ware abgegeben haben, sogar schon Folgenpäuschen machen, so wie das aussieht. Ja, das können wir machen. Also, wenn wir die abgegeben haben. Scheiße, jetzt bin ich natürlich falsch gefahren. Vor allem den Anzug, den ich hier geholt habe, der leuchtet weiß irgendwie, aber soll angeblich blau sein. Ja, vielleicht ist das ja wie eine Lichterkette, ändert ihre Farben oder so. Ey, das wär geil. Ja, das wär wirklich geil. Oder du musst das... Obwohl, glaube ich nicht. Also. Waren mehrere Anzüge zur Wahl, oder? Lila, rot, orange, grün und weiter wischt. Aber eigentlich ist dein Anzug ist ja auch blau, der leuchtet halt noch nicht blau. Was nehme ich jetzt? Soll ich jetzt erstmal warten, bis du kommst, oder soll ich schon loslegen? Kannst ruhig loslegen. Okay, dann mal an die Macht. Ich habe noch einen Kilometer vor mir. Ach du Scheiße. Ich bin gleich da. Jo. Lad, schneller. Nein, die Ware holt ab. Dreck! Was? Die Ware, also das, was wir kriegen. Also. Wir müssen auf so einen Jetski. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich wollte dem Ding jetzt nicht hinterher schwimmen. Ah, ich leg mich mal hin. Nein, geh nicht. Mitten im Pfeil einfach. Nee, ich glaube, ich schlafe jetzt lieber. Nein! Mist hier! Ach, du bist doch nur gestorben. Ich hab vergessen, was zu essen. Ich hab vergessen, was zu essen. Im echten Leben oder im Spiel jetzt? Nee, im Spiel. Jetzt ist es mal im Spiel. Hä, was? Das war ich. Achso. Ich wollte schon sagen, seit wann können die Karriere jetzt mal abkommen? Ist ja auch cool. Wird das Spiel viel unberechenbarer. So. Go, go, Power Ranger! Oh Gott, ich bin doch kein Power Ranger. Go, go, Power
Aber ich bin ein. Ich bin der Ghost Rider und jetzt auch zu Wasser unterwegs. Hey. Das wäre jetzt noch geil, wenn der Jetski jetzt irgendwie auf einmal brennen würde und so und sich voll mutieren. Ja, zeig dir den Stinkefinger. Zeig dir doch nicht den Stinkefinger. Ich schieß auf die. Nein. Ich hab gerade den Stinkefinger gezeigt, weil ich keine Waffe ausgewählt habe. Aber manchmal hast du so ein paar Lags auf jeden Fall drin. Ne? Wir müssen echt die töten. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel auch in dem Boot beschädigen. Ja, nicht, dass es dann irgendwann mal ja. Dann sind wir richtig. Ah, ich glaube, ich gehe mal in die Ego-Perspektive dafür. Einen habe ich, glaube ich, gerade. Oder du. Alter, Ego wird von mir. Ja, es ist schwierig. Man wechselt auch mal wieder. Aber man sieht halt näher. Und mir gefällt die Ego echt gut. Ja, Problem ist, es sollte Server geben, wo halt alle mit, wenn dann mit Ego sind und nicht so Server Ego und der andere dann nicht, weil es gibt immer Vor- und Nachteile. Aber wir müssen da echt näher ran, aber der fährt so bescheuert. Ich würde ihn am liebsten gerne haben, aber das geht ja nicht. Wo ich nicht weiß, ob er jetzt. Wenn er das hat, müsste es eigentlich. Aha! Toll, was mich hier gerade voll runtergekickt. Achso, nicht dich. Ich hab gerade genug. Ah, ich hab ihn. Jetzt kannst du das Boot in die Luft jagen. Obwohl, nee, da ist ja noch einer. Einer ist noch mit der Kiste. Ah, du kannst die in die Luft jagen, ehrlich gesagt. Die lassen die Sachen nämlich fallen. Ja, aber die Ware kann auch mit explodieren, also ach so. Oder sowas. Also ich habe jetzt hier eine. Jetzt? Hast du? Ja, super. Unsere Zeit wird nämlich knapp, Leute, und wir müssen jetzt uns echt ranhalten. Wir müssen halt die hinbringen. Okay, wir können. Nee, jetzt kommen auch noch Gegner. Oh, leck. Natürlich! Doch werden es fehlen, wa? Ghost Rider ist wieder unterwegs. Wir müssen weiterfahren, viel weiter. Du fährst da in die Bucht rein. Ja, ich bin böse, schmerzhaft. Ich hätte gerne so eine. Weiß ich nicht, also es gibt ja sogar eine Ghost Rider Mod und sowas, auch mit dem Bike und so. Ja, es gibt auch Iron Man. Ja, aber das sind halt so Mods. Ich hätte gerne irgendwie, dass das auch im Online einfach drin wäre. Ich bin halt so ein Ghost Rider Fan. Ja, oder Hulk, Alter. Ja, Hulk. Nur Ghost Rider, das ist der coolste. Der macht jeden fertig. Einmal den Blick der Bestrafung, Alter, da ist jeder weg. Überhaupt so, stell dir mal vor, du kannst dann hier auch hassen. Über Tag bist du ganz normal. Weißt du? Dann über Nacht. Das ist zum Ghost Rider. Und dann verwandelt sich auch erst dein Bike, womit du dann die ganze Zeit rumfährst. Verwandelt sich dann auch erst mit. Und da, du hast dann auch immer so eine Eisenkette, die musst du nicht benutzen, aber es wäre schon geil, die einfach immer so drumherum zu haben. Ist ja so Hammer, ey. Ich habe ja damals das Spiel für PS4. Ja, habe ich selber nie gespielt, aber ich hatte mal einen Trailer oder sowas davon, glaube ich, gesehen. Hätte ich gerne gespielt, ehrlich gesagt. Na, ich hoffe, das kommt auf der PS4. Ja, weiß ich nicht. Marvel-Spiele haben sowieso ein bisschen nachgelassen, ne? Jetzt wollen sie Guardians of the Galaxy soll 2017 rauskommen. Ja, soll auch rauskommen. Ich hab schon den Trailer gesehen. Oh, ich glaube, ich fahre ein bisschen weit.
ein bisschen zu weit. Oh yeah. 27.000. Gleich mal einzahlen. Wann konnte man nochmal den Panzer? Ab 100. Ja. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh. Hä? Okay. Hey, das zählt als Gangangriff. Ich hab keine Ahnung. Was ist gerade passiert? Was haben wir gerade gemacht? Ah, ich glaube, wo mir die komischen Typen gekillt hat, das hat, glaube ich, als Gangangriff gezählt. Ja, ich, jetzt wo du sagst. Okay, I don't care how, but you did it, Joe. The fun's the only way. Das erklärt auch die Kiste, die da war. Ich habe mich schon gefragt, was soll die Kiste von einem Gangangriff hier? Ja, freue ich mich über. Naja, Moment. Jetzt wissen wir es. Oh, und gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns. Jetzt geht er runter, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.